Herzlich willkommen zum Zahngesundheitssymposium. Ich bin heute bei Dr. Tilman Fritsch und es geht um vegane Zahngesundheit. Herzlichen Dank, Tilman, dass du dich bereit erklärt hast, meine Fragen zu beantworten. Gern, ja, gern. Ich bin bei Recherchen auf eine vegane Zahnärztin getroffen. Und dann fragt man sich natürlich, okay, welche Materialien sind beim Zahnarzt eventuell denn nicht vegan? Und jetzt komme ich zuallererst einmal zu den dringendsten Themen. Wie sieht es aus mit Zahnfüllungen? Zahnfüllmaterial, sind wir da im veganen Bereich? Das ist alles künstlich, das ist alles auf der Torte. Also man kann sagen, okay, vegan, Stempel. Können wir da eigentlich, ja. Also das, ja. Wie sieht es aus in der Zahnpasta? Also Zahnpasta, also bei manchen ist es offensichtlich, da ist Propolis mit drin, da ist Bienenwachs mit drin, ganz klar. Nur wir haben einfach gesehen, dass da tierische Fette drin sein können. Also tierische Fette, vor allem Glycerin. Ich glaube, aus Kostengründen sind die entweder aus Erdöl oder sonstig aus irgendwas. Mhm. Ich kann mir auch, also möglich ist alles, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da in irgendeiner Weise tierisches Glycerin, glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie extrahiert wurde. Jedenfalls ist es auch ein riesen Heckmeck. Das ist aus der Petrochemie weitaus einfacher, Glycerin daherzustellen. Wer denkbar ist, aber eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Also jetzt würde ich mal so auf den anderen Punkt sagen, weil Glycerin, es ist ja nicht deklarationspflichtig, von welcher Sorte jetzt gerade das Glycerin kommt. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Also, man könnte da beim Hersteller nachfragen, das ist auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, wenn das relevant wäre, würden die auch mit sowas werben, aber das ist, glaube ich, eher noch ein bisschen verwirrend. Es hat so ein bisschen Charme auch von dem, wenn da gab es um eine Zeit eine Welle in Amerika, da stand auf Wasserflaschen ohne Fette drauf. Also das ist auch, ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Okay, aber kann man so durch die Blume irgendwie so sagen, nur wenn vegan draufsteht, ist auch garantiert, dass vegan drin ist? Sicherer wäre es, ja, auf jeden Fall schon. Okay. Aber wir müssen, glaube ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei solchen Glycerinen oder bei einer Zahncreme Glycerine drin sind, die von tierischer Herkunft sind. Und dann würde ich halt wieder sagen, du drängst mich immer in diese Situation, dass ich sage, da würde ich halt auf Zahncremes gehen, wo einfach kein Glycerin drin sein kann. Einfach weg von der Wasserphase. Die Wasserphase hat in der Mundhöhle da nichts zu tun. Gehen wir halt einfach in die Ölphase. Ich möchte da nicht jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, da auf Ölzahncreme kommen, aber das ist einfach das Sicherste, das ist einfach völlig klar. Da braucht man das alles nicht, was eben eine Zahncreme auf Wasserphase braucht. Die braucht eine Bindung. Die braucht eine Bindung, die braucht ein bisschen eine Konnektivität, die braucht da, und da braucht man halt Glycerin, das geht halt nicht anders. Ja, also ein super tolles, das ein super toller Werkstoff, Glycerin brauchen wir gar nicht reden, aber hat meines Erachtens halt in Zahncremes nichts zu suchen. Ja. Wenn du sagst, jetzt steige ich gleich mal darauf ein, wenn du sagst, es hat in Zahncremes nichts zu suchen, was macht Glycerin in Zahncremes? Außer, also, dass es bindet. Bindet, es ist es ist vorwiegend ein Bindemittel zwischen unterschiedlichen Phasen, dass es eine gewisse Konsistenz gibt. Und das ist auch eine wichtige Sache. Dadurch hat man ein bisschen dieses Ölige, das Benetzende noch dabei und hat dann auch zu den ganzen Oberflächenentspannungen ein besseres Verhältnis. Ohne das kommt man nicht aus, das geht nicht. Das ist einfach eine tolle, Glycerin ist ein klitzekleines Molekül, ist einfach, ohne das geht es nicht. Das ist schon spitze, kann man gar nicht sagen. Aber wie gesagt, man braucht es nicht. Eine Zahnpasta muss nicht auf Wasserbasis sein. Und dann fallen ganz, ganz viele Sachen wie Oberflächenentspannung, wie Konservierung, fällt alles sofort weg. Wenn wir jetzt gerade noch mal bei den Zahnpasten bleiben und wir gehört haben, dass früher waren zum Beispiel, es gab mal eine Zeit, da waren Plastikpartikel als Schleifkörper mit drin.
in den Zahn passen, weil man will ja einen Abrieb, man will ja schöne weiße Zähne haben. Ist das immer noch der Fall? Also ganz früher gab es keine Plastikkapitel, da waren es meist Partikel, da waren es meistens mineralische und das, so die ersten Sachen waren runde Kalzide. Das waren sind Partikelchen, die sind relativ abrasiv, machen den Zahn aber nicht so kaputt und die mit dem Aufkommen der Fluoride hat sich da eine gewisse Komplexbildung gebildet zwischen dieser Stoffgruppe und den Fluoriden und deswegen ist man dann eben auf Kunststoffputzkörper übergegangen, so kleine Putzschleifkörper auf Kunststoffbasis und die funktionieren eigentlich sehr, sehr gut, haben halt den großen Nachteil, es ist halt Mikroplastik. Jetzt ist natürlich und, so, ja. Ja, und das ist eigentlich in den Zahncremes immer noch drin, weil das ist das Einfachste, es ist, glaube ich, auch ein bisschen das Billigste. Und von dem her können wir davon ausgehen, dass die Putzkörper bis dato bei den eigentlichen fluoridhaltigen Zahncremes immer noch auf Kunststoffbasis sind. Das macht es ja wieder spannend, weil die meisten Menschen nehmen sich nicht genug Zeit, um den Mund gut auszuspülen, beziehungsweise die Kinder, die verschlucken wahrscheinlich eh schon ein Drittel davon. Also ja, es sind geringe Dosen, brauchen wir gar nicht reden, aber die Masse, wenn man das 3, 4, 5 Mal am Tag macht mit Zähneputzen, dann ist es natürlich schon ein Medikament. Ja, das ist dann wirklich ein Medikament, was man da zu sich nimmt und zum einen das Verschlucken hast du und zum anderen, es gibt eben auch den Verdacht der Permeabilität, das heißt Permeabilität durch, also dass das Ganze unter Umständen noch Weichgewebe in einem gewissen Rahmen durchdringen kann und das ist dann schon doof. Also da gibt es dann unter den Mikro auch Nanopartikel und diese Nanopartikel sind natürlich dann auch mukosagängig, also die gehen dann durchs Zahnfleisch auch durch. Das ist natürlich dann doof. Das sind Kleinstdosen, brauchen wir gar nicht reden, aber ja, gehört halt da auch nicht hin. Wenn man das nicht unbedingt braucht, dann wäre es halt auch besser. Wow. Jetzt habe ich beim Recherchieren gelesen, dass rein theoretisch, also in meinem Internet gibt ja nicht immer so mal die hundertprozentige Geschichte, sondern dass es auch sein kann, dass also Knochenpartikel feinst vermahlen als Schleifkörper mit drin sein. Hast du das schon mal irgendwo wahrgenommen? Also habe ich noch nicht wahrgenommen, aber super spannend, werde ich auf jeden Fall noch mal schauen, ob ich da was finde. Ist natürlich schlau, braucht man gar nicht sagen, ist natürlich überhaupt nicht vegan, aber wieder unwahrscheinlich kompliziert. Wieso denn? Ich meine, dann eine gute Idee, weil das hat diese Partikelchen haben sicher eine sind ja rein mineralisch, haben sicher eine große Abrasivität und ist ja auch sehr nah unserem Knochen. Aber ich finde es halt wieder ein riesen Aufwand. Es gibt so viele schöne Erden, die nicht so abrasiv sind, die man da reinkippen kann, ohne dass was kaputt geht. Warum denn diese Stoffvielfalt, dass man da extra Knochenschnipsel da reinmalen muss? Sicher auch eine gute Idee, aber nach meiner persönlichen Auffassung hat sowas einfach in der Zahncreme nichts zu suchen. Es muss was Banales sein. Eine Zahncreme muss was ganz Einfaches sein. Das darf nicht stören. Man muss die Mundhöhle perfekt sein lassen. Da darf ich nicht mit irgendwelchen Knochenraspeln oder irgendwas reingehen oder mit Glycerin-Derivaten. Das geht nicht, ja. Du bist ein Fan von Erden. Ja, das stimmt leider. Welche Erden würdest du denn da zum Beispiel in deine Zahn passen? Tonerden, Bentonite. Wie stehst du zu Kreiden? Also weil ich habe neulich einmal so diesen Consumer Report da gelesen, also welche Zahnpasta hat den höchsten Abrieb. Und interessanterweise waren gerade so im Bio-Bereich ein paar dabei, die einen ordentlichen Abrieb hatten, also gerade so mit Kreide. Was hältst du da davon? Also Kreiden an und für sich haben nicht einen allzu hohen Abrieb. Die Schwierigkeit bei den Kreiden ist, dass das halt Abbauprodukte sind, die Reinheit der Kreiden. Es gehen momentan gerade in Norddeutschland die Kreidefelder langsam aus und dadurch steigt der Verunreinigungsgrad und unter Umständen ist es nicht die Kreide per se, die so hoch abrasiv ist. Sicher sollte man es auch nicht zu konzentriert verwenden.
Aber es sind unter Umständen die Verunreinigungen, die da drin sind. Bei einem Naturprodukt hat man nun mal Verunreinigungen, das ist ja das Schöne. Und da wäre es halt wirklich kompliziert, wenn man da mit anderen Mineralien drauf geht, dass es dann unter Umständen zu Abrasionen führen kann. Und die sind natürlich dann nicht gewollt, das will man nicht. Man möchte die Zähne pflegen und nicht durch Abrasionswerkstoffe dann nochmal Zahnsubstanz opfern. Das steht ja gar nicht dafür. Also wenn ich jetzt gerade so bei Zähneputzen sind, dann nehme ich jetzt gerade mal so diese Gelegenheit wahr. Wie ist das für dich? Weil ich meine, manchmal wird ein bisschen Salz auf die Zahnbürste gegeben, manchmal wird Xylit auf die Zahnbürste gegeben. Sagst du, ist gut oder nimm es lieber in flüssiger Variante und spül damit? Xylit flüssig? Xylit auf, nein, wenn, also weil so, liest man manchmal im Internet, ja. Gib einfach ein bisschen Xylit auf deine Zahnbürste und putz damit. Und wieso? Weil das einfach gut für das Mundmilieu sein sollte. Ja, also bevor ich, also um eine Putzwirkung zu bekommen, ist, glaube ich, Xylit jetzt nicht so sonderlich sinnvoll. Mhm. Ja, und das Milieu wird durch Xylit sicher nicht besser. Das Xylit macht das Mikrobiom kaputt oder ist nicht förderlich für das orale Mikrobiom. Um den Debris wegzubekommen, um diesen Pellikel wegzubekommen, wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man einfach ohne das putzt, wenn man schon mit nichts putzen will, dann lieber ohne irgendwas mit einer Zahnbürste putzen als mit Xylit. Das ist Salz schon mal anders. Salz ist, gerade wenn es ein bisschen nochmal von Natur gehalten will, was anderes. Und Steinsalz wäre nochmal sinnvoller. Also wenn man keine Zahnpasta gerade mal da ist, weil man wieder irgendwo im Flugzeug gesessen ist und man möchte die Zahnpasta dann nicht verwenden, die einem da immer geschenkt wird, kann ich auch gut verstehen, dann würde ich einfach ohne die Zahnpasta putzen. Einfach bloß mit der Zahnbürste, bis man dann halt wieder an den Ort kommt, wo es eine gute Zahncreme gibt und dann da. Also das würde ich nicht so päpstlich sehen. Also da braucht man nicht immer irgendwas auf. Man ist immer gewohnt, dass man immer was zusätzlich braucht. Weniger ist mehr. Also, ja. Oder zur Not hat man Öl. Das ist, dann fragt man die Leute da, die einem das Essen, die Stewardess, blöd, die Stewardess, ob die ein bisschen Öl hat. Oder man kriegt ja auch so ein bisschen Öl oft zum Essen da. Schnabuliert man halt das Öl weg und putzt sich damit die Zähne. Das geht mal intermittierend, mal in der Not. Ja, da braucht man nicht unbedingt die Zahncreme, diese kleinen Plastiktuben ausgegeben. Das ist immer böse. Literbrille. Schwierig. Literbrille. Schwierig, ja, schwierig. Ja. Ganz schwierig. Wenn wir jetzt nochmal zum veganen Thema schauen, weil manchmal ist es einfach so, dass Leute den Knochenaufbau brauchen und da wird ja oft einmal Knochenaufbau gemacht, also mit tierischen Materialien. Ja, also diese Fremdknochen, die ganzen Knochenersatzmaterialien, die müssen ja in irgendeiner Weise Platzhalter spielen für den Knochen, damit der da wieder sich regeneriert und dann so ein Austausch stattfindet, dass immer mehr dann dieser Fremdknochen, dieser xenogene Knochen durch Eigenknochen ersetzt wird. Und da gibt es eine riesengroße Bandbreite an Fremdknochen, die man da einkaufen kann. Momentan Goldstandard ist eben Spenderknochen, humaner Knochen von Leuten, die zum Beispiel ein neues Knie bekommen. Da gibt es die Möglichkeit, dass die dann das Knie dann spenden, lauter solche Sachen oder anderweitige Spenderknochen. Ja, also die sind natürlich vom Goldstandard, wenn man sich die Studien anguckt, immer noch die am allerbesten abschneiden. Es ist die große Frage, ob man sowas verwenden will oder nicht. Ich finde, das ist immer auch ein bisschen die Sache des Behandlers. Also wir sind immer ganz froh, wenn wir Menschenknochen oder auch Schweine oder gerade Bovinenknochen, also vom Rind, wenn wir das jetzt nicht so verwenden, wenn das Patient auf Wunsch hat, dann kann man da mal drauf eingehen. Aber es gibt aus dem Reagenzglas so wunderschöne Knochen. Das ist einfach Tricalciumphosphat, was teilweise unterschiedlich hergestellt wird. Da gibt es ungesintertes Tricalciumphosphat. Das schaut unter einer mikroskopischen Veränderung aus, schaut es aus wie so Tannenzweiglein, die sich ineinander auch verkreuzen. Also wirklich wunderschöne Sachen. Und die funktionieren natürlich nicht ganz so gut, aber sie funktionieren trotzdem so gut. Ja, also man kann sie trotzdem verwenden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dann sind wir im Bereich
vegan schon drin. Also die kommen einfach aus dem Glas, da ist sicher nichts drin gewesen, wo ein Tier zu Schaden gekommen ist. Das hört sich definitiv besser. Ja, Gott, ja, aber die Einheilungsquoten sind halt schlechter als bei diesen ganzen anderen Shuffles. Die funktionieren schon besser, ja, weil das Gerüst, das Gefüge ist einfach besser. Also man ist da wirklich gerade am Rumexperimentieren. Die Industrie macht da sehr, sehr viel, dass man da auf die gleichen Quoten kommt. Aber das ist halt so das wehe Auge. Also, aber wir nehmen das auch gerne in Kauf. Also mir ist es auch immer lieber, als wenn da irgendein Tier da so in einem steckt. Wow. Ja, ohne Wertung bitte. Das ist halt, muss jeder für sich da. Ja. Bei Membranen ist es ähnlich. Membranen sind meistens doch tierischen Ursprungs. Es gibt es auf Gelatine, Prolaktid-Basis, aber es gibt auch rein chemische Membranen. Wofür braucht man die Membranen? Membranen braucht man dafür, wenn man Knochen angesetzt hat, dass man diesen Bereich, wo der Knochen, der frische Knochen, den man auf den aufzubauenden Knochen draufgesetzt hat, dass man dann noch eine Decke drüber macht, dass es schön abgedeckt ist, dass man da schön das Weichgewebe wieder drüber ziehen kann, dass es alles wunderschön verheilt und auch zur Ruhe kommt. Dafür braucht man Membranen. Und für den Körper ein riesengroßer Aufwand, das dann umzubauen. Da hat man unterschiedliche Fremdwerkstoffe, die da reingekommen sind und das ganze Immunsystem muss sich damit auseinandersetzen. Also wirklich ein Wunderwerk, dass der Körper damit zur Rande kommt. Haben wir natürlich in der Mundhöhle super tolle Voraussetzungen, weil wir in dem nicht ganz sterilen Bereich eine hohe Kompetenz durch unseren Speichel haben. Und dadurch haben wir eine hohe Pufferwirkung im Speichel, dass wir eben im Mund bestimmte Werkstoffe zum Heilen bringen, die sonst am anderen Körper da nicht heilen würden. Also da sind wir natürlich in der Zahnmedizin super exponiert und super glücklich, dass wir da einen tollen Ort haben. Also die Mundhöhle ist einfach wirklich ein Wunderwerk. Also was da in der Mundhöhle abgeht, das ist einfach unglaublich. Das ist wirklich ein Kunstwerk, die Mundhöhle. Könnte zum Beispiel so eine Membran auch eine körpereigene Membran, also von gibt's den ja, Klienten also, sein? Ja, man kann da über bestimmte Blutfiltrate das relativ gut nahezu ersetzen. Auch da gibt es bestimmte Stoffe drin, PRPs, die für die Heilung sehr, sehr gut sind. Also sind nicht immer ganz zu ersetzen, aber auf jeden Fall, wenn die verwendet werden, eine ganz, ganz tolle Unterstützung von der Heilung. Wenn du sagst, also es wird zum Beispiel so ein alternatives, veganes Knochenmaterial verwendet, ist es dann wichtiger, gibt man da mehr Augenmerk auf gute Mineralisierung, Vitamin D und Co. im Vergleich zu, wenn man also unvegane Materialien nimmt? Ich glaube, das ist generell immer angedacht, dass der Körper optimiert sein sollte, wenn ganz man sowas macht. Ja, weil das ist unglaublich, was da osteoimmunologisch abläuft. Das ist ein Wunderwerk. Ja. Und was es da an Möglichkeiten gibt, den Körper ein bisschen noch zu unterstützen, das, wenn der Patient da mitmacht, ist natürlich auf jeden Fall eine schöne Sache, um da das Risiko zu minimieren, um da den gemeinsamen Erfolg auch ein bisschen zu optimieren. Es ist nicht nur für den Patienten schlimm, wenn man da einen Misserfolg hat. Es ist für den Behandler natürlich auch schlimm. Ja. Es ist für einen selber doof, wenn das nicht so passt. Also am glücklichsten ist der Patient und der Behandler, wenn alles reibungslos, schmerzlos und perfekt läuft. Und deswegen glaube ich, wollen beide, dass man da was optimieren ist. Und da ist eben ein riesengroßer Hype, quasi Metalloproteasen, die man sehr schön auch messen kann, wo man eine Risikoabwertung, Abschätzung machen kann, inwieweit der Organismus überhaupt jetzt gerade bereit ist, auf so Fremdwerkstoffe nochmal eingehen zu können, sich damit auseinanderzusetzen. Und eben über diese Tests, hast schon Vitamin D zum Beispiel angesprochen, Vitamin D und Metalloproteasen, glaube ich, so Minimaltests, die relativ schlau sind, um dann gemeinsamen Erfolg auch ein bisschen zu bekommen. Und es ist relativ einfach und da was dagegen zu unternehmen, ist auch keine große Hexerei. Ich glaube, je motivierter der Patient ist, umso leichter tut sich dann da auch der Behandler. Also man hört jetzt schon raus, dass es absolut ein Thema sein kann, wann so ein Knochenaufbau gemacht wird, weil genau. Nicht in jeder
genau. gesundheitlichen Situation ist das eine sinnvolle Geschichte. Ist es nicht. Also wenn man da gerade in einer bestimmten Krise ist, ich würde zum Beispiel jetzt nicht während gewisser Diätiken, wir hatten gerade über Diätiken gesprochen, würde ich da jetzt vorsichtig sein, weil der Körper dann da oder wenn man gerade eine Krankheit durchgemacht hat und. Also das Optimum ist, wenn man bumper gesund ist und das Ganze eigentlich nicht bräuchte, dann ist es das Optimum, hat man selten. Ja. Aber dann, man muss eben Heilungsphasen einhalten. So ein Körper hat gewisse Zyklen und der möchte da nicht gestört werden. Wir brauchen den nicht überfordern. Der hat ein gewisses Bovar an Möglichkeiten, auf was zu reagieren. Und wenn das Bovar ausgeschöpft ist, dann muss er Abstriche machen. Dann kann es einfach nicht so, dann ist die Einheilung nicht so schön. Wenn die Einheilung nicht so schön ist, ist dann die Folgebehandlung auch gefährdet, wenn da mal ein Implantat rein soll. Ich meine, das ist auch wieder ein Aufwand für Behandler und auch für den Patienten. Das sind alles Dinge, die muss man einfach abschätzen. Und dann ist halt, wie viel Spektrum hat man, wie viel Bovar hat man, dass der Patient auch mitarbeitet, dass er sich jetzt nicht unbedingt große Functional Drinks da reinzieht und im Bereich des Fast Foods dann da unwahrscheinlich viel macht. Einfach, dass man schaut, dass immunologisch nicht zu viel Entzündlichkeiten allein durch eine Fehlernährung kommen. Da ist schon eine halbe Miete. Man glaubt immer, da müsste immer immunologisch normal reagieren, wenn es was zum Essen ist, weit gefehlt. Das ist zivilisatorisch. Also wenn wir uns anständig ernähren, ist eigentlich dieser Antigenbereich, den wir nach einer Ernährung haben im Darm, relativ gering. Man hat gemessen, dass höchster Serotoninspiegel wie im Darm ja schon, na, woher kommt denn das? Weil der einfach da arbeitet, der muss mit bestimmten, das ist ein Troubleshooting. Daher kommt es und das muss nicht so sein. Ein Thema, das so in meiner Denke vielleicht nur irgendwo ein Thema sein könnte, sind die Spritzen beim Zahnarzt. Okay. Also weil da gibt es ja so die Spritze für den Normalen und die Spritze für den Übersensiblen, die ohne Adrenalin sind. Jetzt war so meine Denke, man, das könnte das irgendwie so ein tierischer Stoff sein, das Adrenalin, oder sind wir da wirklich rein in der Chemie? Also Adrenalin per se ist ja so überhaupt nicht tierisch, weil so wie wir jetzt da sitzen, haben wir in irgendeiner Weise aus Tryptophan über Dopamin in irgendeiner Weise die Hyrolysierung auch mal Adrenalin hergestellt. Ja, das Ganze ist nicht nur in der Nebenniere, sondern wird sonst auch Alloloco hergestellt. Das ist das Natürlichste, was wir haben. Epinephrin, also das, was da über der Niere hergestellt ist, das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt und gehört zu diesen Stresshormonen, die wir brauchen, hormonartigen, die wir brauchen. Das sind Transmitter, ohne das geht es nicht. Wir verwenden Adrenalin sehr, sehr gerne in Lokalanästhetika. In Neuraltherapie ist es sehr in der Diskussion, wie weit dieses Adrenalin nicht in irgendeiner Weise eine schädliche Wirkung hat, eine gangliäre schädliche Wirkung. Muss man auch diskutieren, und das ist auch ein Problem bei uns, aber trotzdem ist das Adrenalin eigentlich ja gar nicht so schlecht. Also wir verwenden ja dann auf Artikain, weil Ultrakain ist ein Artikain-Derivat, glaube ich. Entschuldigung, bin wieder schlecht vorbereitet, aber ich glaube, es ist ein Artikain-Derivat. Und wie funktioniert denn das? Es geht einfach, dass die Natriumpumpen abgestellt wird, dass einfach dieser Schiff von Natrium, wenn Natrium in die Zelle reinkommt, Kalium wieder raus, dass dieser Shift eben unterbunden wird. Kalium geht ganz normal raus und dann ist Kalium interstitiell, also vor der Zelle. Und da ist natürlich Adrenalin in zwei Richtungen eine ganz, ganz tolle Sache. Adrenalin schafft erstens, dass die Blutzirkulation nicht ganz so schnell geht und dass dieses Artikain, dieses Betäubungsmittel vor dem Nerv, länger wirken kann, weil der Abtransport nicht so schnell geht, weil einfach da die Blutzirkulation erstmal abgestellt wird. Deswegen haben die Leute dann da auch so ein weißes Flecklein, wenn man da ist. Amaurositas nennt man das, eine total süße Sache da. Oh, wirkt schön. Und dann, das sind so Dinge, das ist der eine Bereich. Kalium, Adrenalin ist ja, macht eine Hyperkalzämie. Das bedeutet, das Kalium bleibt auch noch vor der Zelle und kann nicht mehr ganz so schnell in die Zelle rein. Also die Primäre ist natürlich Natrium. Kanälchen. Und die sekundäre, die eigentlich noch relativ schlecht beforschte Sache ist eben, dass dieses
Adrenalin eben mit dem Kaliumbild rumspielt. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn man da ein bisschen Adrenalin in dieses ATKin, so Ultrakin reinkippt, dann wirkt es einfach besser. Wir brauchen vergleichsweise im Verhältnis zu dem, wie wenn wir ein Anästhetikum, ein Lokalanästhetikum ohne Adrenalin haben, um ein Vielfaches weniger an Wirkstoff, an Artika, also an Betäubungsmittel. Also wir kommen, der allergrößte Branne ist natürlich, wenn man das ligamentär, also direkt am Zahn, da kommen wir mit geringsten Dosen aus, Kleinstdosen. Also ein Tränlein müssen wir immer rausquetschen. Entweder es ist sehr unangenehm, was ich immer doof finde, weil diese ganze Schmerzkette, die ist auf jeden Fall schlecht. Ja, das kann beim Betäuben vielleicht ein bisschen drücken. Allein schon dieser Druckschmerz macht ein bisschen Dopamin und die Leute produzieren danach, nach diesem Abfall, noch mal mehr Dopamin. Also denen geht es dadurch besser. Aber ansonsten sollte es das auch gewesen sein. Das Schmerz groß hoch zu regulieren, halte ich für sehr, sehr schlecht. Also ich finde, es sollte nicht wehtun. Aber das bin ich wieder persönlich, weil diese Schmerzbahnung gehört einfach da nicht hin, das will der Körper nicht. Also wenn wir Zahnärzte arbeiten, dann sollte es, geht nicht immer, aber so schmerzarm wie möglich sein. Da ist eben Adrenalin, wenn auch von einer Reittherapie nicht so gewollt, nicht schlecht, muss man sagen, nicht schlecht. Und wenn es noch höher dosiert ist, umso leichter für uns, weil wir mit Kleinstdosen auskommen müssen. Große Schwierigkeit, viele Leute reagieren halt drauf, hast du schon gesagt, sehr sensible oder gerade Polymorbide, die reagieren sehr stark vegetativ, sehr stark durch Kreislaufantworten, Herzle pumpert ein bisschen, die Leute werden weiß ums Näsle, also das ist für viele Leute ein bisschen komisch, uiui, was passiert denn da mit mir? Und viele Leute werden dann allein über das, was mit denen da passiert, unruhiger und schockierter als über das, was man dann eigentlich sonst macht, dass die Backe taub wird oder sowas. Und das ist für die Leute dann nicht schön. Und das ist natürlich, wenn es für die Leute nicht schön ist, ist es für den Behandler auch nicht schön, muss man auch sagen. Ja. Das, was dem Patienten nicht gefällt, gefällt dem Behandler natürlich erst recht nicht. Das muss man natürlich auch sagen, ja. Und von dem her ist eine ganz klare Sache, Adrenalin, schwierig sehe ich ein, aber super gut praktisch, eben wenn man damit rumspritzt. Ja. Würdest du sagen, man kann sagen, die Spritzen, die verabreicht werden, sind im veganen Bereich? Ja. Also wäre mir nicht bekannt, was da nicht vegan ist. Ja. Jetzt mal nur so für alle, die jetzt runterberuhigt werden wollen, ja, die im veganen Bereich einfach sind, kann man sagen, bis auf Knochenaufbau ist eigentlich nicht wirklich was und ihre persönliche Zahnpasta nicht wirklich was, wo man drauf aufpassen muss. Also ich sehe da eigentlich nichts. Ich meine, sonst wir verarbeiten, haben wahnsinnig viel Wegwerfstoffe. Wenn das nicht im Kunststoffbereich ist, wo das also aus Preisgründen auch nicht mehr, das ist einfach aus dem Reagenzglas in Großmassen viel günstiger, wenn ich das aus dem Reagenzglas, als wenn ich das tierische Äquivalent, ja, also man könnte sicher auch Adrenalin als Beispiel tierisch extrahieren, aber es ist viel zu aufwendig, macht kein Mensch, das wird industriell hergestellt. Und so wird es in vielen, vielen Dingen sein. Die Petrochemie ist da so unglaublich findig, die wird da viel mehr und viel leichter was ausgleichen, als wenn das Ganze noch über Tiere geht. Tilman, du hast mir vorher von einem Forscher, von einem Buchautor erzählt. Ein ganz, ganz toller Mann. Das ist ein Förster, der sich so unwahrscheinlich viel mit Bäumen auseinandergesetzt hat. Und ich habe, wie ich vor Covid noch viel Auto fahren musste, mir die Hörbücher mal anhören dürfen. Und für mich unglaublich gewesen, waren tolle, tolle Stunden. Und da geht man einfach nochmal mit einer ganz anderen Achtsamkeit durch den Wald. Ich habe das alles nicht gewusst, muss ich ja sagen. Und was halt die große philosophische Frage ist, wo beginnt vegan und wo endet vegan? Und ich finde einfach super toll, wenn Leute sich das aufoktroyieren, sagen, nee, ich will das und das machen. Und ich finde es toll, dass du vegan bist. Das ist nicht einfach, muss man sagen. Und einfach auch im Bereich dieser Massentierhaltung
die diskussionslos ist. Das geht gar nicht. Da brauchen wir bitte nicht mehr diskutieren. Das geht nicht. Und wo man einfach ganz klar sagen müsste, ohne solche Leute würde einfach in dieser Welt nicht sich was ändern. Solche Leute braucht man. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht vegan aus verschiedenen Gründen, aber ich finde es toll, wenn das Leute machen. Wo eben die philosophische Frage ist, wo beginnt vegan und wo hört vegan auf? Das sind, glaube ich, wie immer Übergänge. Und wenn ich wieder auf den Wohlleben kommen darf, der unwahrscheinlich toll beschreibt, wie so ein Baum, wie so Sträucher, wie gerade Pflanzen hochkommunikativ untereinander umgehen, wie die Stoffe austauschen, wie die gerade im Wurzelwerk eine neue Welt pro Wurzel eigentlich aufbauen, wo bestimmte Pilze drin wohnen und eine Interaktion haben. Da wird dann mit Zucker gedealt. Und also es ist eine unwahrscheinlich tolle Sache. Wenn du mal wieder fliegen musst und so, dann nimm dir das mit. Ja, also eine tolle Sache. Und wo einfach zweifelsohne da ist, so ein Blättchen fühlt. Wir haben gerade vom Basilikum, wenn ich so ein Basilikumpflänzlein habe und möchte mir so ein Basilikum für meine Tomate abmachen, wenn ich dem das Blättle abzupft, das Bäumle, das merkt, das hat Schmerz, das tut ihm weh, ja, das Bäumle hat weh, ja, und wenn das dann abgeschnitten wird, dann weiß der, hoppsa, ich habe ein Blatt weniger, das weiß der, ja, der Basilikum, der nimmt es wahr, wäre blöd, wenn er es nicht macht, aber es nimmt es wahr. Und ich meine, das lebt. Und dieses Basilikumblatt ist übersät mit Bakterien. Kommen wir wieder auf Mikrobiom, Mikrobiote. Also die sind in der Interaktion, sonst könnte das Blatt gar nicht schön grün sein, grün bleiben. Sonst könnte das Blatt gar nicht, wenn da nicht eine schöne Schutzschicht aus tollen Bakterien drüber wären, die dann dieses Blatt behüten. Und so ist es bei uns eigentlich genauso. Wir werden eigentlich behütet von Bakterien. Wir leben eigentlich mit Bakterien. Und ich habe schon gesagt, ich bin kein Vegetarier, auch kein Veganer. Ich habe ganz blöd gesagt zu dem Mikrobiom, zu diesen Mikrobiote, die mich beleben, die mich am Leben halten, die dafür sorgen, dass meine Haut gesund bleibt, dass meine Mundhöhle gesund bleibt, dass mein Speichel da eine Rückresorption erfährt, die unwahrscheinlich gesund für mich ist und. Zudem habe ich ein engeres Verhältnis, weil das Mikrobiote, das sorgt für mich, das schaut, dass es mir gut geht. Ich gebe dem dafür auch, aber wir müssen gucken, dass wir einfach... Ja, da habe ich ein engeres Verhältnis als zur Gänseleber, die ich heute Abend verspeisen werde mit einem guten Wein zusammen. Das ist eine Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, die Wahrnehmbarkeit ist so interessant, um dann auch zu definieren, wie ich mich dann entscheide. Und ich glaube, wir schauen zu stark ins Umfeld, um das zu definieren. Ich glaube, vegan beginnt eigentlich im eigenen Körper. Wie können wir einfach mal gucken, dass diese vielen, vielen Jungs, ich meine, das Mikrobiom hat eine Zellverdopplung von uns. Wir haben Faktor 1, Faktor 2, so viele Zellen in und um uns, als wir eigentlich Körperzellen haben. Also von der Verhältnismäßigkeit sind wir eigentlich 1:1 oder in der Minderstruktur zu dem, was uns eigentlich das ausmacht, was wir nämlich tun, leben. Und das ist ein... Ja, heute sind wir so philosophisch, Maria, aber ich sehe das einfach auch vielleicht als Gedankenansatz, dass dann noch mal ein bisschen geguckt wird, es ist ehrbar vegan mit Tieren umzugehen und tierischen Sachen umzugehen, aber es wäre eben ehrbar auch mit dem, was wir sind und was uns eigentlich betrifft, nämlich mit der Mikrobiota. Diese Mikrobiota in den unterschiedlichen Körperteilen ist gigantisch, das ist einfach atemberaubend. Und da müssen wir halt schauen, dass wir mit denen so umgehen, dass es denen gut geht. Weil wenn es denen gut geht, geht es uns auch gut. Und da kommen wir nicht um eine Zahnpflege drumherum, die einfach das nicht kaputt macht. Und da kommen wir blöderweise wieder bei der Haltbarmachung auf die Fermentierung. Und die Fermentierung ist eine Möglichkeit, wo wir bestimmte Stofflichkeiten, wenn die unter Umständen in den anderen
Stoffübergang gehen, wenn sich die Stoffe transformieren in einen Zustand, wenn die verderben, in Anführungszeichen, dass die über eine Fermentierung immer noch lebendig gehalten wird, über die Jungs, über die Bakterien, die diese Bereiche beleben und dann umsetzen. Ja, und was ist jetzt da noch? Was ist da noch was? Ja, ist jetzt da die Grundsubstanz, die zu fermentierende Grundsubstanz ist noch da, oder ist nicht schon lebendiger das, was das Ferment? Eigentlich ist ein Ferment nicht vegan. Das ist ein Kefir ist nicht vegan. Das ist eine geniale Struktur von bestimmten Keimen, die eine Lebendigkeit da hat. Ich kann die angucken, ich kann die ärgern, ich kann Kombucha-Pilz kann ich umbringen. Ja, also wir sind da in dem Bereich, glaube ich, relativ nah. Ja, der Übergang zu solchen Lebewesen, super Organismen und eben diesem Bereich des gerade auch oralen Mikrobioms, das ein Lebewesen ist. Dieses Quorum sensus, das ist ein Lebewesen. Das sind zwar Einzelarten, aber das ist ein Komplex. Ja. Die leben da, und wenn die nimmer leben, dann leben wir auch nimmer. Und mit denen sollten wir ganz, 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 ganz süß umgehen. Das finde ich jetzt ganz lieb, wie du das jetzt erklärt hast, weil oft ist es so, dass vegan, da gibt es so eine Grenze, da merke ich, denen tut es weh, und dann merke ich nimmer, dass es jemand weh tut, schreit nicht, wehrt sich nicht, ja, so wehrt ungefähr. Sich nicht, ja. Und das ist natürlich jetzt, du hast jetzt so ein richtiges Liebeslied auf das Mikrobiom gesungen. Ja, ist auch toll. Weil das ist natürlich jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil wenn jetzt da irgendwie so mit dem Alkoholhammer da und der heftigsten Mundspülung daherkommt, dann habe ich natürlich also gerade mal nicht unbedingt mein Mikrobiom erfreut. Nee, das geht nicht, ja. Nee, also Alkohol spülen sehe ich noch mal ein, wenn das in irgendeiner Weise im Genussbereich ist, wenn das quasi ein alkoholisches Ferment ist, wie zum Beispiel Rotwein oder Weißwein. Ja, das hat einen gewissen traditionellen Hintergrund, und das kommt aus einer gewissen Haltbarmachung. Da waren Bakterien wieder dabei und. Aber alleine alkoholische Spülung zum Saubermachen der Mundhöhle, das ist Anachronismus, das ist wilhelminisch, das macht keiner mehr. Wir haben nicht Krieg in der Mundhöhle, das war mal früher, ja, war eine interessante Zeit, wo man noch Länder erobern musste und wo die Leute mit Säbeln sich aneinander wehgetan haben. Das braucht man jetzt nicht mehr. Ja, nee, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wir müssen gucken, Mensch, wie können wir das optimieren? Ja? Wie können wir eine Artenvielfalt im Mikrobiom erhalten? Wie schauen wir, dass es da möglichst viele Keime gibt, die mit uns an einem Strang ziehen? Und das ist das Allerbeste, wenn wir die durch alkoholische Spüllösung nicht umbringen. Sicher, wenn ihr einen Schnäpsel trinkt oder wenn ihr einen Rotwein da trinkt, da gehen auch viele Keime kaputt. Ja, schon, absolut richtig. Aber das hat einen anderen Hintergrund, und wenn man dann wieder schaut, dass sich das wieder aufbaut, dann geht es auch. Ja. Das ist klar. Vielen, vielen Dank. Ja, also so das gern. War so richtig Horizont erweitern. Naja, danke. Ja, so gern, Maria, so gern. Ja.